So, neben mir sitzt nun Caretaker, wie bereits angekündigt. Und zuallererst die Frage, woher kommt ihr denn genau? Aus Berlin. Aus Berlin, ist ja gleich um der Ecke. Was unsere Fans natürlich nur interessiert und auch allen Gästen, die heute Abend im Exit sind, welche Richtung bewegt sich denn eure Musik? Ja, ist schwer zu sagen. Ich würde mal sagen, düsterer Elektropop. Man könnte es vergleichen mit Wolfsheim oder End One. Deutschsprachig. Sind auch sehr bekannte Bands. Diese Musik, macht ihr die hobbymäßig oder ist es festberuflich von euch? Das ist hobbymäßig. Hobbymäßig. Verdient doch dabei was daran? Nee. Erfahrung. Ja, Erfahrung. Erfahrung, möchte auch wohl so sein. Okay, habt ihr irgendwie in letzter Vergangenheit irgendwie schon größere Auftritte gehabt, so auf Festivals oder in größeren Diskotheken Berlin, die nun so bekannt sind und auch mit bekannteren Bands? Also wir hatten jetzt Ende Oktober auf dem Electronic Pleasures Festival Nummer 3 gespielt. Relativ großes Festival im Columbia Club mit 5 Bands, relativ bekannten, Agonoise, Grendel, halt eher härtere Gangart im Elektronischen und wir waren da halt eher so die akustischen, etwas poppigeren, aber es war gut. Klingt ja auch erfreulich. Kann man euch denn auch im Internet finden, für jetzt so die allgemeinen Jugendlichen jetzt hier, die zuschauen? Ganz einfach, www.caretaker-online.de. Punkt. Ja, Punkt. Punkt.de. Punkt. Punkt.de. Gut. So allgemein, Atmosphäre, Exit, Lounge? Kuschelig. Ja, muss man da sagen. Sehr kuschelig. Auch nicht schlecht. Was für Zukunftspläne habt ihr denn im Jahre 2006? Wie schaut's aus bei euch? Ja, wir wollen als erstes so eine Art Single oder Maxi rausbringen mit Sachen vom Album, remixed und neuen Sachen. Und dann als nächstes halt auf größeren Festivals spielen, sofern die Möglichkeit da ist. Das Album kriegt man dann auch europaweit oder nur bundesweit zu kaufen? Das gibt's auch europaweit. Also dann mal schön die Augen offen halten. So, ansonsten, ihr habt noch Überraschung für unsere Zuschauer. Ihr wollt was verlosen? Ja, ein T-Shirt. Das sind die neuen T-Shirts. Limitiert. Im neuen Design. Und wir verlosen auch noch das aktuelle Album Amorph. Ich glaube, man kann es jetzt gar nicht so toll sehen. Da sind 11 Titel drauf. Und um dieses Album Amorph zu bekommen, müsstet ihr eine Frage beantworten. Und diese Frage dreht sich um den Titel Nummer 10, der da heißt 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und wir hätten gerne von euch gewusst, wenn ihr mal ein bisschen im Hinterstübchen kramt, was verbirgt sich hinter 300.000 Kilometer pro Sekunde. Wer die Antwort weiß, meldet sich und bekommt mit viel Glück Amorph. Gut, und ihr meldet euch dann ganz einfach unter SüdTV unter folgender Rufnummer 58 16 12 oder ihr schaut im Internet nach unter www.cu-tv.de. Gut, ansonsten bedanke ich mich erstmal recht herzlich für das Interview. Hoffe, euch hat es viel gefallen und ich sage mal nachher viel Erfolg. Vielen Dank. Danke.